Ahoi, ihr Lieben. Ich bin heute an einem Ort, wo ich sonst eigentlich auch nie bin oder ganz selten mal, und zwar auf der Kommandobrücke von Aida Mar. Und das ist natürlich der Ort, ja, wo natürlich in allererster Linie erstmal der Kapitän ist. Und das ist hier auf Aida Mar ein Mann, der schon seit 20 Jahren bei Aida ist. Und für ihn hat es genauso wie bei mir gewissermaßen jetzt als Gast angefangen auf Aida Aura. Und ja, er hat dann Karriere gemacht und ist jetzt mittlerweile Kapitän geworden. Manuel Panzek, hallo. Herzlich willkommen auf der Brücke der Aida Mar. Ein wunderschöner Arbeitsplatz, jeden Tag wieder. Heute sind wir hier in Göteborg im Hafen und ich habe die Gelegenheit, mal meinen Arbeitsplatz vorzustellen. Der Arbeitsplatz hier in der Mitte, von hier wird das Schiff gefahren. Brücke hat natürlich auch ganz viele andere Funktionen, da kommen wir dann im Laufe der nächsten paar Minuten zu. Aber ich glaube, das Fahren ist doch das Interessanteste. Die Aida Mar. Ich muss ja ehrlicherweise kurz, ganz kurz sagen, ich dachte ja vorher immer, der Kapitän wäre wirklich den ganzen Tag hier. Das ist natürlich schon mal ein Irrtum, eigentlich Nummer eins, weil das geht ja gar nicht. Es sitzen ja hier die Wachoffiziere dann, ne? Genau, also im Seebetrieb sind auf der Brücke immer zwei Wachoffiziere, die haben Nautik studiert, genauso wie ich. Machen das vielleicht noch nicht ganz so lange, aber die machen das ganz prima. Und deswegen muss ich nicht 24 Stunden am Tag auf der Brücke sein. Zum An- und Ablegen bin ich dann immer auf der Brücke. Aber wir haben hier ein System, das nennt sich Bridge Team Management. Und im Rahmen des Bridge Team Managements haben wir unterschiedliche Funktionen. Die sind also nicht ranggebunden, sondern wirklich funktionsgebunden. So sitzt links immer derjenige, der fährt, das ist der Navigator. Und zur Rechten sitzt der Co-Navigator. Man hört im Hintergrund auch den Funk, denn das ist tatsächlich das, was derjenige im rechten Sitz macht. Er unterstützt den Navigator zum Beispiel mit der Abwicklung des Funkverkehrs, mit Telefonaten, mit dem Quittieren von Alarmen und vielem anderen mehr. Der Navigator. Linken Stuhl hier, der fährt das Schiff fahren. Ja, wir haben hier zwei Hebel. Diese Hebel sind die Telegraphen. Die Telegraphen, damit werden die Propeller angesteuert. Die Aida Mar ist ein ganz konventionelles Schiff mit Propellern. Und damit wir im Hafen gut an- und ablegen können, haben wir Bug- und Heckstrahlruder. Die werden mit diesen Hebeln bedient. Das sind die beiden Bugstrahlruder kombiniert in einem Kombihebel und die beiden Heckstrahlruder. Auch kombiniert in einem Kombihebel. Und das ist tatsächlich dem Kapitän mehr oder weniger vorbehalten oder demjenigen, der dann das Manöver fährt, ne? Also Also. das ist jeweils der Navigator Ach bedient schon, die. schon, ja. Das ist also wirklich das Manöver dann auch von dem Navigator. Ich fahre also nicht jedes Manöver selber, auch nicht beim An- und Ablegen. Bin auf jeden Fall immer dabei und überwache das Manöver. Das ist aber auch ganz bewusst so gemacht, denn wir wollen, dass die Staffkapitäne genauso gut Schiff fahren können wie der Kapitän. Damit das der Fall ist, müssen natürlich die Wachoffiziere langsam daran geführt werden. Also die zweiten und dritten Offiziere machen relativ einfache Manöver, die ersten dann umfangreichere. Sicherheitsoffiziere, die als nächstes dann ja zum Staffkapitän befördert werden, auch sehr komplexe Ich Manöver. glaube, aus naiver Weise würde man auch so ein bisschen so ein Steuerrad jetzt vermissen, eigentlich. Man denkt Das ja immer so. Steuerrad, genau, das Steuerrad gibt es immer noch. Tatsächlich wird das Schiff aber im Seebetrieb hauptsächlich mit diesem kleinen Hebel hier gefahren. Dieser kleine Hebel, kaum größer als ein Zahnstocher. Das fühlt sich emotional vielleicht falsch an, ist tatsächlich aber am Ende ganz einfach zu erklären. Dieser kleine Hebel hier, der erzeugt elektronische Signale. Die werden 200 Meter weiter nach Achtern und mehrere Stock tiefer übertragen in die Rudermaschine und dort in mechanische Energie umgesetzt. Was anderes passiert übrigens bei dem Ruder, und das haben wir tatsächlich auch noch, auch nicht. Das Handruder ist hier. Damit lässt sich auch das Schiff steuern, auch wiederum werden elektrische Impulse erzeugt, auch wenn das haptisch vielleicht mehr das Gefühl von einem Steuerrad hat. Hier steht beim Ein- und Auslaufen in den Hafen oder der Passage enger Gewässer, zum Beispiel im Schärengarten in Stockholm, dann tatsächlich ein Matrose, denn der Mensch ist hier der Technik noch überlegen. Sehe ich also, es kommt eine Windböe von der Seite, kann ich schon vorhalten, kann den Drift jetzt schon ausgleichen. Der Computer
muss darauf warten, dass der Sensor im Mast den Wind meldet und kann dann erst anfangen zu korrigieren und aufzustellen. Wenn Sie also so ein Manöver fahren wie anlegen oder ablegen, dann sind ja nicht nur hier Menschen auf der Brücke, ne? Auch denke ich, ganz wichtiger Punkt, sondern letztlich auf den Manöver, sogenannten Manöverstationen. Ja. Von dort werden die Leinen, die das Schiff verteuen, ausgegeben. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Wir gehen jetzt mal in den Nock, den Außenfahrstand. Und von hier wird das Schiff gefahren, wenn wir an- oder ablegen. Jetzt sind wir natürlich im Hafen. Wir sehen also, sind schon an der Pier längsseits. Wir sehen vorne die Leinen, sind also festgemacht hier im Hafen. Ja. Und Sie haben das große Glück, Sie haben ja auch lange, nun sind Sie auf AIDA Cara gefahren. War das da draußen, die Nox? Das ist richtig. Ja. Die AIDA Cara hatte einen offenen Außenfahrstand. Das ist wunderschön, wenn die Sonne scheint und nicht ganz so angenehm, wenn es in Strömen regnet. Da haben wir eine Regenjacke immer angehabt. So, jetzt, wir sehen im Grunde das Gleiche hier. Das ist genau richtig. Wir sehen hier eine Doppelung. Wir sehen hier die beiden Telegrafen, die Bugstrahler, die Heckstrahler und die Ruder. Wir haben nämlich zwei Ruder direkt hinter dem Propeller liegen. Und zum An- und Ablegen kann man die auch splitten. Mhm. Das heißt, man kann eine Maschine vorauslaufen lassen, eine zurücklaufen lassen. Damit neutralisieren sich Schub voraus und zurück. Wenn man dann Ruder an der Vorausmaschine legt, kann man das Heck von der Pier weg oder auf die Pier zu bewegen. Jetzt hat man auf neueren Kreuzfahrtschiffen gerne mal so Attraktionen, dass sie da über einen sogenannten Skywalk gehen. Das haben Sie jetzt hier nur. Oh, auf den der haben Brücke. Wir auch. Der Gast hier nichts, sondern nur Sie. Also, man kann hier sehr schön sehen, dass wir genau in, der Position, in unserer Position sind. Das ist übrigens. Gehört zu einem Gesamtkonzept, also auch hier müssen wir aus dem Fenster gucken können, denn ein Schiff wiegt viele tausend Tonnen, ist aus Stahl gebaut, ist also eher starr. Eine Pier ist aus Stahlbeton gebaut, ja, hat auch ein paar Gummifender, das ist auch eher starr. Das heißt, beim Anlegen muss das Schiff wirklich parallel sein und ganz, ganz langsam anlegen. Wo wir jetzt hier gerade auf den Balkon gucken, ist das Ihrer? Nein, das ist der vom leitenden Ingenieur. Ach so. Hotel. Schön. Ist auf der anderen Seite, ist aber genau das gleiche Arrangement. Ah, ja, okay. Weil das ist ja auch wichtig, denke ich mal, dass man als Kapitän darf man jetzt natürlich nicht auf der anderen Seite vom Schiff wohnen, ne? Nein, also ich wohne tatsächlich direkt hinter der Brücke und damit kann ich schnell auf der Brücke sein. Also wenn die Wachoffiziere irgendein Thema haben, was sie besprechen möchten, dann kann ich zu jeder Tages- oder auch Nachtzeit bin ich wirklich nur eine Tür weit entfernt. Ja. Also da kommt dann jemand und klopft oder ruft an oder was? Oder? Ruft an, ja. Und dann kann ich auch ganz schnell hier sein. Ja, gut. Also wir haben, achso, hier können wir vielleicht auch mal Kameras sehen. Man sieht hier auch jede Menge Kameras. Da kann man dann sehen, ja, das ist dann rund um das Schiff hier wahrscheinlich. Oder? Also das sind ja nur einige wenige Kameras. Sind natürlich ganz, ganz viele Kameras quer über das ganze Schiff verteilt. Ja. Und das sind natürlich wichtige Punkte. Zum Beispiel sehen wir hier eine Gangway. Wir sehen einen Bereich einer Außenpforte, die im Moment geschlossen ist, dann später aber geöffnet wird. Ja. Wir sehen die Leinen am Heck des Schiffes, die ja von der Brücke so nicht unmittelbar visuell einsehbar sind. Und wir sehen tatsächlich an der Steuerbordseite ist im Moment ein Serviceboot längsseits und auch darauf ist eine Kamera gerichtet. Der Wachoffizier hat also alles im Blick, selbst wenn man es nicht direkt von der Brücke sehen kann, sondern man sich da ein paar Kameras bedienen muss. Und die Karte, die Seekarte, heute natürlich jetzt nicht mehr in Papierform. Nein, natürlich elektronisch. Die elektronische Seekarte hat viele Vorteile. Der Hauptvorteil ist natürlich, sie lässt sich elektronisch integrieren. Man kann sie also unter ein Radarbild legen. Das könnte man mit einer Papierseekarte ja natürlich nicht. Mhm. Und sie ist tagesaktuell. Man muss also keinen Berichtigungsdienst abonnieren. Man muss darauf warten, dass der dann zugestellt wird an das Schiff. Und natürlich auch, man hat Zugriff auf einen weltweiten Kartensatz. Muss man also jetzt einen Hafen anlaufen, den man ursprünglich mal nicht geplant hatte, dann hat man das ganze Kartenmaterial dafür auch. Ist das irgendwie gekoppelt? Also ich muss ja mal laienhaft fragen, gibt ja in dem Sinne ein Autopilot, ist das? Genau, so hier sehen wir den Autopilot, der hat mehrere Benutzermodi. Wir haben den Heading Mode. Heading Mode ist im Grunde einfach wie ein Rudergänger, den man einen Kurs
gibt, da ist keine Korrektur für Wind- oder Stromversatz. Der Course Mode ist grundstabilisiert, korrigiert also für Wind- und Stromversatz. Und der Track Mode, da würden wir eine vorgeplante Route komplett wie geplant mit allen Kursänderungen und sogar allen Geschwindigkeitsänderungen, wenn ein Geschwindigkeitsprofil hinterlegt ist, abfahren. Okay, also das ist irgendwie jetzt auch nichts, was jetzt manuell passiert, sondern ja, man lässt das dann einfach laufen und greift eben entsprechend ein, wenn es nötig ist, so kann man es sagen. Genau, ne? Genau so ist das, denn natürlich kann man nicht einfach eine Route vorplanen im Track und dann das Schiff komplett sich selbst überlassen, denn es gibt ja auch noch andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsregeln auf See sind eben auf Sicht gestrickt. Was ja was man ja den Kapitän natürlich immer fragt, als nicht nautische Frage, was ist denn so der Lieblingshafen, die schönste Einfahrt, die schönste Ausfahrt? Also die schönste Einfahrt der Welt kommt übrigens auf dieser Reise für mich, ist Stockholm. Ah. 4 Stunden durch den Scherengarten, immer wieder schön, egal ob das frühmorgens ist, ob das mitten am Tag ist, ob es bewölkt ist oder die Sonne scheint, egal ob es windig ist oder windstill. Das ist immer eine wunderschöne, absolut faszinierende Passage, die ich jedes Mal sehr genieße. Ja, okay, also super, auch gut zu erreichen. So, was haben wir noch nicht? Was haben wir noch nicht gesehen? Was sind da oben? Sind hier auch noch irgendwelche Dinge? Ruderlageanzeige, Rate of Turn, also wie schnell das Schiff dreht. Anzeigen für die Maschinen, RPM, also Umdrehungen pro Minute, denn das ist ja eine traditionelle Welle, das heißt, möchten wir schneller fahren, muss der Propeller schneller drehen. Wie schneller er gerade dreht, kann man sehen, im Moment alles auf Null. Ja. Wir liegen im Hafen an der Pier. Dann haben wir hier Wind. Wind ist natürlich ganz, ganz wichtig. Heute ein wunderschöner Tag hier in Göteborg, kaum Wind, gerade mal 8 Knoten, das ist also fast gar nichts. Windtracker, ja. Gibt es, das ist ja auch eine Frage, die sich, glaube ich, manche immer stellen, gibt es Wetterlagen, die für ein Schiff wirklich gefährlich sein können? Oder ist es so, weil ich weiß noch als Kind früher, wenn ich da mal mit so einer furchtbaren schaukelnden Fähre gefahren bin, dann dachte ich so, oh Gott, man denkt so, also jetzt wirklich, das Kind denkt, kann so ein Schiff, kann das untergehen? Aber im Prinzip, Wetter ist eigentlich nie so ein Thema. Ne? Also man muss natürlich angepasst fahren. Wasser kann nicht nur weich sein, sondern auch hart. Das weiß jeder, der mal vom Dreier gesprungen ist und den Bauchklepper gemacht hat. Man muss also bei entsprechendem Seegang dann Fahrt reduzieren und ein bisschen sanft in die See gehen und dann passt das schon. Also das Schiff baulich kann viel, viel mehr ab als die Menschen da drauf. Und das eine Kreuzfahrt, die soll ein schönes Erlebnis sein. Von daher umfahren wir dann auch Schlechtwettergebiete. Und das ist nicht aus Sorge um das Schiff, sondern einfach um ein angenehmes Reiseerlebnis zu haben. Und dafür sind ja auch ein wichtiger Faktor auch die Stabilisatoren, die sogenannten, ne? Die Stabilisatoren auf jeden Fall minimieren die Rollbewegung. Ja. Das ist also eine Bewegung um die Querachse, die als unangenehm wahrgenommen wird. Die funktionieren wie so Tragflächen. Bisschen kürzer natürlich, 6 Meter, um genau zu sein, bei diesem Schiff hier. Wird ausgefahren dann, ne? Von der Seite. Ausgefahren, ja. Genau. Also auch nur auf See. Die sind, wenn wir jetzt im Hafen anliegen, wäre das ja unpraktisch, 6 Meter da raus zu haben. Deswegen werden die hydraulisch eingefahren in so eine Vertiefung, nennt sich die Stabilisatortasche. Und werden dann auf See ausgefahren. Computer misst die anfängliche Rollbewegung des Schiffes. Stellt den Stabilisator an, sodass die Rollbewegung genau neutralisiert wird und dadurch rollt das Schiff nur noch minimal und das ist natürlich viel angenehm. Was ich jetzt hier noch sehe, das gehört schon auch noch dazu heute beim Seebahn. Also so modern alles ist, das klassische Fernglas gehört auf jeden Fall dazu. Die Verkehrsregeln auf See sind auf Sicht gestrickt. Also haben wir ein maschinengetriebenes Fahrzeug, kommt von Steuerbord, also von rechts, müssen wir dem ausweichen, rechts vor links, wie im Straßenverkehr. Ja. Käme der von links, müsste der uns ausweichen. Wäre das jetzt aber ein Segler, müssten wir dem ausweichen, egal ob der von Steuerbord weil oder von Backbord der Schwächere kommt. Ist sozusagen oder nee, weil der nicht groß. Also tatsächlich weil er nicht so kommt das. Die Verkehrsregeln wurden vor über 100 Jahren geschrieben. Damals waren das natürlich Großsegler, also das war nicht die 12 Meter Bavaria, sondern da ging es mehr so um Großsegler wie Pamir und Passat, damit die Kurs ändern konnten. Hieß es Treller, Treller, alle Mann aufentern. Das war ein Riesenakt.
Ein maschinengetriebenes Fahrzeug damals wie heute brauchte nur mal Ruder legen und konnte ausweichen. Und damals hat die Regel vielleicht deutlich mehr Sinn gemacht, als sie heute tut. Aber sie besteht bis heute. Was haben wir noch nicht gesehen hier jetzt? Was können wir noch zeigen? Hier, Nock haben wir jetzt hier Nock hatten wir. erledigt. Es ist immer wieder beeindruckend, jetzt auch für mich, weil man ist ja auf einem, ich will nicht sagen vergleichsweise kleinen Schiff, na doch vergleichsweise kann man schon, aber es ist, wirkt doch immer wieder gewaltig. So dieses, man kommt hier rein und man denkt so, Ja, ist eine meine schön Güte. großdimensionierte Brücke. Also vielleicht nochmal kurz zur Aufteilung der Arbeitsplätze. Also wir sehen ja hier jede Menge Arbeitsplätze. Das ist auch tatsächlich so, wenn wir in den Hafen einlaufen, dann sind hier jede Menge Menschen auf der Brücke. Wir haben also ganz vorne den Ausguck, wir haben vorne links den Navigator, wir haben vorne rechts den Co-Navigator, wir haben beratend einen Lotsen, wir haben noch den Ops Director, das ist derjenige, der das Ganze überwacht und das ist dann in der Regel meine Rolle oder die Rolle des Staffkapitäns, wenn ich in der Rolle des Navigators bin. Sie sagen gerade genau, auch wichtiger Punkt, Lotse, beratende Funktion in 99% der Fälle, würde ich sagen, ne? Ist Genau, es. also das ist, wenn wir jetzt mal von dem Sonderfall Panama-Kanal absehen, ist das eine beratende Funktion, aber eine ganz wichtige Funktion. Der Lotse kennt seinen Hafen, der weiß genau, wo setzt Strom, er weiß genau, bei welcher Windrichtung ist wo wie viel Wind, wo gibt es Windschutz. Der Kapitän kennt sein Schiff. Sowohl der Lotse als auch der Kapitän haben Nautik studiert und wenn die beiden zusammenarbeiten, dann sollte das ein Erfolg werden. Ja, gut. Also der käme dann dort ins Spiel. Und das ist ja dann bei so einer Ausfahrt, je nach Fahrtgebiet, ist das dann auch gerne mal nicht nur einer, ne? So, Das ist also. richtig. Also, wenn wir jetzt hier 4 Stunden durch den Schärengarten fahren, zum Beispiel, einfach auch um Übermüdung zu vermeiden, dann sind 2 Lotsen an Bord, die wechseln sich immer so Stunde um Stunde ab. Das ist Hieß also. es auf der Elbe? Hamburg? Das ist nicht. Elbe ist tatsächlich gesplittet. Also, es gibt die Elbe 1, die fängt noch nördlich von Cuxhaven an. Dann gibt es den Lotsenwechsel bei Brunsbüttel. Das ist dann Elbe 2. Und dann gibt es ein weiterer Lotse, kommt dann in Hamburg, Finkenwerder bei den Flugzeugwerken. Das ist der Hafenlotse, auch liebevoll der Harlo genannt. Und das ist also der dritte Lotse auf dem Weg die Elbe nach Hamburg. Also ist teilweise durchaus dann durchaus etwas komplexer. Wenn man hier so die Brücke betritt, dann kommt man da noch durch so einen Bereich. Das ist da Kontrollraum oder wie würde man das nennen? Das ist, dieser Raum hat 2 Funktionen. Das ist zum einen das Safety Center, also hier werden alle Sicherheitseinrichtungen des Schiffes überwacht. Zum anderen ist es aber auch ein Büro, das ist der Arbeitsplatz der beiden Sicherheitsoffiziere, des Umweltoffiziers, des Trainers. Wir haben also einen Trainer für das Training der Besatzung in Sicherheitsfragen und die alle haben ihre Arbeitsplätze da, also als Büro. Ja, im Wesentlichen fehlt uns noch was. Da vorne ist der Ausguck oder ne, wie nennt man das? Da sind dann die, nee, die, da steht ja normalerweise jemand und guckt, oder wie ist es da? Genau, also hier steht der Ausguck. Der Ausguck, wirklich ganz wichtige Funktion, da die Verkehrsregeln auf See eben visuell konzipiert sind. Dies hier ist aber tatsächlich die Panama-Konsole. Also wir hatten ja vorhin über den Sonderfall Panama-Kanal gesprochen. Panama-Kanal, da übernimmt tatsächlich der Lotse nicht das Kommando, wie viele sagen. Also das Kommando würde ja alles umfassen, der kennt sich aber ja mit dem Sicherheitssystem des Schiffes nicht aus. Was er tatsächlich übernimmt, ist die navigatorische Schiffsführung. Das heißt, er fährt. Das macht im Panama-Kanal natürlich auch Sinn, denn da wird das Schiff in die Schleusen mit Lokomotiven gezogen. Das Schiff wird also an Drahtseilen festgemacht an Loks und die ziehen das Schiff in die Schleusen rein. Und dafür, das macht er von dieser Panama-Konsole aus hier, weil er da einfach den besten Blick auf die Schleusenkammer hat. Das muss also für diesen seltenen Fall vorbereitet sein, sozusagen, dass man mal durch Genau. den Ja, Panama-Kanal möchte. tatsächlich. Das ist also ein riesiger Aufwand. Deswegen gibt es auch Poller an der Seite des Schiffes. Die sind rein dafür für den Panama-Kanal-Transit Ist dieses Schiff da eingebaut. überhaupt schon mal durchgefahren? Ich weiß gar nicht. Nein, Nee, aber nee, das Schiff ist nee. dafür zertifiziert. Und das sind eben bauliche Sachen, die könnte man auch nicht mal eben nachrüsten. Also man könnte nicht sagen, ach, übermorgen wollen wir doch durch den Kanal fahren. Hier muss jetzt mal so eine Konsole eingebaut werden. Das geht nicht mal eben schnell, sondern das muss man wirklich gleich beim Bau des Schiffes berücksichtigen. Genau. Ja, gut. Und man hat einen guten Blick hier nach unten tatsächlich. Das ist dann Crewdeck da vorne, ne? Das Oder? ist ein Crewdeck, genau. Genau. Die Besatzung hat also auch die Möglichkeit,
mal prinzipiell ein bisschen Sonne zu sehen. Heute ist bewölkt, das ist es Ja. nichts, aber oder eben auch mal einen Jacuzzi zu benutzen. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Vielen Sehr Dank. gerne. Ich Nicht, dass wir noch hoffe, was so. vergessen haben. Nee. Nö, ich glaube nicht. Wir können ja noch mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas finden, was noch. Eigentlich nicht. Wie viel nautisches Personal ist auf so einer Brücke ungefähr, die sich da abwechseln? Also es ist tatsächlich ja ein Drei-Schichten-System. Drei Wachen, wie wir das nennen. Tag beginnt liebevoll mit der Hundewache, der 04-Wache. Das sind also zwei nautische Wachoffiziere und zwei Wachmatrosen gehören dazu. Aber das Ganze brauchen wir dreimal, damit wir ein Drei-Wachen-System beschicken können. Habe ich großen Respekt vor. Man hat immer diesen Rhythmus, 4 Stunden arbeiten, 8 Stunden frei, 4 Stunden arbeiten, 8 Stunden frei. Also das ist schon, ja, das ist schon, genau. Also, ja, ich würde sagen, vielen Dank, Kapitän. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht War auf jeden Fall und sehr spannend. Und das war jetzt quasi die letzte Brückenführung, die Sie hier noch hier machen mussten, weil die gucken jetzt alle das Video. Ist auch praktisch. nein, nein. Also ich freue mich immer unheimlich, wenn unsere Gäste sich für die Brücke interessieren und wir bieten auch regelmäßig Brückenführungen an. Also. Ich Insofern, hoffe, ich sehe Sie, liebe Zuschauer, da demnächst mal. vielen Dank, genau. Also wer das Ganze noch persönlich erleben will, muss auf jeden Fall dann an Bord kommen. Und ja, genau. Also ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.